So. Ja, war ein schöner Stream. Ja. So. Nicht meckern, lauschen. So. Muss der Papa mal ein bisschen meckern hier. Ja. So, jetzt sollen sie mal sagen, ob das okay ist oder eben auch nicht. Jetzt will der nicht streamen. Jetzt sag doch mal, ob das laut genug ist, Freunde da draußen. Ihr seid auch Vögels, ey. Also, das kann ich zum Beispiel auch immer sagen. Also, da bin ich mittlerweile auch völlig anderer Meinung. Übrigens, um mal euch auch vollkommen zu ärgern. Wie gesagt, auch diese Geschichte, ich meine, ne, wie gesagt, die Dinger haue ich ja jetzt 1:1 auf YouTube. Ich mache da ja keine Schnitte mehr und so einen Scheiß. Naja, ob jetzt einer 63 Views hat oder einer 64 Views, ist mir relativ scheißegal. Aber das ist, wenn du jetzt anfängst mit den Leuten zu diskutieren, sitzt die hier um 22 Uhr noch und hast noch nicht irgendwas gemacht. Und dann kommt wieder die Diskussion, ja, du machst ja gar nichts. Klatsch, klatsch, klatsch. So. Mach ja auch gar nichts. Richtig, so. Weiter geht's. Herzlich willkommen zu Metal Gear auf dem Amiga. Krass. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich überhaupt weiß. Also die Steuerung ist tatsächlich gleich geblieben. Ich krieg jetzt nur noch aufs Maul, kann das sein? Und wann hat das Kojima ich auch Death Stranding auf dem Amiga? Was wollte ich eigentlich noch damals machen? Bei mir bist du gerade gestorben. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber stimmt, es ist ja so genau. Es ist ja Lift an Lift, ne? Mhm. Genau, das ist ja genau. So. Also du siehst, es ist. Um es mal nett zu formulieren, er hat den Schwierigkeitsgrad genommen, den man kennt. Also ätzend. Ja, es ist also, am Anfang war das Game mehr als fair. Also so wie halt, ich meine, du kennst ja die Subsistence-Version. Ja. So, und jetzt ist es so, wie du siehst, wie du es kennst. Es gab eine schöne Geschichte, da hat sich der Chat vollkommen amüsiert. Kannst du dich an den Kampf gegen den Panzer erinnern? Ja. Die haben das in der Version so gemacht, dass nach einem Treffer ist 3/4 deiner Lebensleiste weg. Wieso macht man so einen Scheiß? War super, also die Szene war klasse. Also das war ungefähr genauso wie jetzt. Boah, mein Gott. So, komm, jetzt muss ich euch erstmal alle eliminieren. Ist ein Stealth-Game übrigens. Beim letzten Stream war auch einer ganz lustig. Also, ne, weil, wie gesagt, das Metal Gear Franchise muss man ja nicht kennen. Und sagte dann, ja, wenn ich solche Spiele spiele, dann baller ich mich da durch. So. Super Plan das. Genau, und das war jetzt, was der Heretic Lord sagt, der immer die besten Szenen sozusagen cuttet. Also der Kampf gegen den Panzer ist episch voll daneben gegangen. Also ich weiß nicht, wie viele Versuche das. Der Kampf gegen die Planierraupe, den du erkennst, der ja scheiße ist. First try. Mhm. So. Ich bin gerettet. Dr. Petrovic. Ist in einem Untergrundgefängnis, das weiß ich. Darf ich mal eben gerade nebenbei erwähnen, dass ich einen Schein mit Zapdos gerade beim Tausch bekommen habe? Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Ich habe schon wieder so ein Fake-Pokémon gecheatetes bekommen. Alter. Ein Shiny Zapdos mit einem Meisterball. Also ich glaube, das ist das erste Spiel, wo ich 10 Meisterbälle habe. Okay, Entschuldigung. Und dann die vielleicht gerade auf. Du bist ein Tier, ich merke das schon. Ey, wenn du meine Shiny Box sehen würdest. Ah.
Ah, warte mal, bist du nicht auf dem Dach? Ist das nicht die? Ah, nee. Doch, das ist die Nummer. Ja, da brauchst du halt diese Schutzwände, ne? Nee, ist ja schon ein anderes Gebäude. Ist ja das zweite schon. Das ist ja da, wo hier, glaube ich, ist hier nicht die Falltour? Das war doch irgendeine Scheiße, ja, oder nicht? Hier war doch drauf, hier war doch was. War nicht. Was war das denn noch mal? Ja. Vorhin er fragt, ja, ich konnte das mal. Ist übrigens auch alles, ist auch alles raus, was du kennst, ne? Also wie gesagt, du musst jetzt auch wieder, ne? Dementsprechend zeitig da deine Health-Dinger nehmen, weil sonst bist du tot. Reicht das nicht, wenn du die Ration ausgerüstet hast und dann nein, automatisch? Nein, also so wie bei den anderen Sachen auch. Also wirklich hardcore. So. Gut, dann brauche ich ja nur durch. Achtung, Wortwitz, nur durchrennen. Aber die Musik ist ganz cool geworden. Warte mal, ich kann ja mal. Das ist übrigens jetzt das Radiobild. Ja, das sieht ja geil aus, das Radiobild, sehe ich erst jetzt. Das sieht schon geil aus. So. Komme ich da nicht rein? Hier fehlt eine Karte. Ja, ja. Doch mal ein Kleider. Ah, da ist er. Also es ist immer noch das einzige Spiel, wo ich ohne dein Let's Play gar nicht klarkomme. Ich schaffe das nicht, ne? Das ist der Krieg Kopfschmerzen. Ist doch völlig so selbsterklärend. Ja. Ja, ja. Falltür-Labyrinth kommt auch noch. Ah, was ist denn das für eine Scheißstelle? Aber ich glaube, das ist tatsächlich die Stelle, wo ich lang muss, ne? Das geht nicht anders. Irgendwo im Keller, Untergrund? Ja, ja, aber du ist ja der Lift, wenn du dich erinnerst, der nur immer in eine Richtung fährt. Ach, stimmt. Das heißt, ich muss, also der Trick ist, der Level ist so, ihr müsst übers Dach, damit ihr in den Keller kommt. Und das mache ich gerade. Und wenn einer wissen will, ist das eine super Stelle? Ja! Ist voll geil. Macht Spaß, ja. Vor allem bin ich schon wieder so voll mausetot. Alter. Was war das? Karte 1? Nein, auch nicht. Karte 3? Nein. Karte 4? Karte 4, danke. So, Karte 4, um Karte 5 zu kommen. Was besser geworden ist, du kennst das ja aus der einen Version. Das heißt, wenn du hier also was aufnimmst, du kannst also den Text nicht sofort wegdrücken. Das heißt, du weißt, was du bekommen hast. Die kommen hier mal nach. Also hier kannst du nichts machen. Das ist der Gag. Die spawnen unendlich. Das ist auch die einzige Stelle, wo die auch hier vor dem Lift spawnen. So, wir sind da. Durchatmen. Ja, es ist, ist ein ruhigeres Spiel. Ja, ja, richtig, richtig, was für mich. So. Jetzt ganz nach unten? Glaube ich ja, ganz nach unten, ne? Ich glaube, ganz nach unten, ne? Ich glaube, hier bringt erstmal nichts, ne? Wo war das, glaube ich? Also, wir müssen sowieso in den Keller. Da sind wir jetzt. So. Wieder, ach ja, stimmt, da ist er gleich wieder auch mit. Stimmt.
Es ist doch jetzt gleich wieder der Gag mit, genau, hier ist doch auch, glaube ich, Gasmaske schnell, gell? Natürlich. Wir öffnen deine Gasmaske. Ah ne, obwohl, bist du jetzt nicht in den 100 Abteilen? Ach, das ist doch Gas, scheiße, stimmt. Oh, habe ich das alles verschwitzt. Siehst, wir haben jetzt auch Soundeffekte und so ein Scheiß. Jetzt kann ich erstmal Rationen farmen, oder ich muss Rationen farmen. So, erstmal aufrüsten. Und sind wir gleich wieder tot. Ich hab so das Gefühl, dass ich ja hier, weil ja schon alles auf ist, dass ich, war ich hier nicht schon mal? Das sieht stark danach aus. Boah, war das knapp. Alter, ey. Also. Oh, ja, ich sehe es jetzt, wie knapp das war. Also, bevor einer wissen will, man ist instant tot. Ach du Scheiße, ja. Jetzt, ich muss ja aufpassen. Ich höre, dass es Spaß macht. Ja. Du weißt aber auch nicht mehr auswendig, was als nächstes kommt. Boah, nee, das Spiel ist so ein Hassspiel, ne? Der erste. So. Gasmaske an und wir gucken mal, wie es weitergeht. So. Also hier haben sie die Geräusche ein bisschen angepasst an den Wänden. Das passt ein bisschen besser. Mal gucken. Mehr Ration ist Ratio Farm, ja. So. Ist jetzt auch wieder so, wenn du Karten ausprobierst, verlierst du Leben. Natürlich. Also so das, worauf wir so besonders stehen. Okay, für die Dinger haben wir keine Karte. Okay, sensationell. Okay, hier kommen wir nicht her. Schön! Okay. Ratio Farm, Ration Farm. Das ist gut. Und auf dem Radio kannst du dich eh nicht verlassen. Die sagen eh nicht, wo du da bist, sein sollst, hingehen sollst. Ne? Nee, nee, ist ja alles schon vorbei. Ist ja jetzt schon. Ist doch noch nicht die Verarschabteilung. Also, aber hier kriegst du auch schon keine Hinweise mehr. Ja gut, der Informant ist ja tot wahrscheinlich schon. Wir haben tatsächlich nie mit dem gesprochen übrigens. In dem ganzen Game bis jetzt nicht. Also. Völlig geil. Also, Herr Schneider ist bei uns ein Phantom hier. Deswegen müsste man eigentlich den zweiten Teil heißen, bei Black Ninja, ich bin Kyle Schneider. Wer? Genau. Okay, hier war ich noch nicht. Gut. Alles klar. Also, definitiv war ich hier noch nicht. So, da ist nix. Das heißt, ich müsste dann. Komme ich damit ins Labyrinth? Ja. Lass mich raten. Natürlich. Was frage ich eigentlich? Natürlich ein Gasraum. Also kann man übrigens Leute auch völlig ärgern, einfach mal ein paar Gasräume bauen. Mhm. So für die Gartenparty. Mhm. Aha! Das ist übrigens das Clear-Geräusch. Das ist also hier anders. So. Aber gefällt mir besser. Ja, die Soundeffekte sind deutlich besser geworden, ja. So. So, mal gucken.
Karte 5 natürlich nicht. Karte 4 natürlich auch nicht. 3 nicht. Karte 1, natürlich. Natürlich. Super, das ist schon mal perfekt. Gott. Danke! Der einzige Weg von diesem Weg weg ist der nördliche Lift. Ja, das ist der Gegenlift, das weiß ich. Aber ist hier nicht, sollen wir nicht auch irgendwo hier Onkel Petrovic? Da. Ne? Hast du Fake Petrovic nicht schon gefunden? Haha! Du bist reingelegt worden! Ja, ja. Der echte Dr. Petrovic ist auf Floor 2! Stirb, Pockhound! Stirb! So, Gott. Haben wir. Karte 6. Bis hierhin? Zufriedenstellend. So. Kann ich ja jetzt mit Karte 6 weiter? Hey! Ach du Scheiße, den gibt's ja auch noch. Ich bin der Feuertrupper! Ich werde dich rösten! Scheiße. So. Mal gucken. Outer Heavens beste Truppe, ne? So. Tot. Boah, meine Güte, ey. So. Das haben wir. Das heißt, die Arnolds hast du auch schon gehabt, ne? Nein, 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 die kommen noch. Die kommen noch. So. Die Frage ist, was können wir denn jetzt mit Karte 6 machen? Tür 6 öffnen? Das ist schon mal nicht so verkehrt, denke ich. Direkt Anführer von Foxhound werden, glaube ich. Ich habe die Potenzial. Okay, pass auf. Der hat gesagt, Stockwerk 2, komm, wir machen das mal direkt. Wir machen es mal so. Einfach direkt Alarm auslösen. Das ist Self-Game, ne? Ich glaube, das geht auch gar nicht anders, ne? Es ist einfach zu bescheuert. Okay. Da sind die Arnolds. Die waren aber unzerstörbar, ne? Oder? Ich weiß nicht mehr. Nee, konntest du, glaube ich, auch plätten. Nee, unzerstörbar waren die auch nicht. Aber ich hab keine Lenkrakete mehr. Ich glaube, das war der Raketen. Ach, ist er. Ach, jetzt brauchen wir den Raketenwerfer, ne? Ah, stimmt, ja, brauchst du. Mit den Stinger geht das nicht. Genau. Stimmt. Das heißt, jetzt brauchen wir den Raketenwerfer. Das heißt, jetzt kommt wieder die Stelle. Wir müssen irgendwo wieder da stehen und sagen, dass wir den Raketenwerfer brauchen. Das, was ja immer so großartig ist, diese eine Stelle. Beim Treffen gehen zwei, drei Schritte zurück oder so. Ich kann hoch. Ja, ja. So, ich guck mich mal erstmal hier um. So. Guck
rein. Ja. Gott. Es gibt eine Tür, die man ja nicht öffnen kann. Und das ist genau da, wo der Raketenwerfer ist. Und dann gibt es ja noch die ganze Scheiße nochmal mit dem Kompass. Ach, du brauchst ihn ja unbedingt, ne? Ja, ja. Sonst kommst du ja nicht in Gebäude. Ah. Ja, weil man sich ja auch beim Geradeauslaufen tierisch verirren kann, ne? Bei dir klingt das so, als wäre das leicht. Ja, du warst ja Big Boss, ne? Der gibt dir ja Tipps und Hände. Genau. Ja, nur Gas, Maske im Gasraum, also. Der Rest ist selbsterklärend. So. Das haben wir. So. Bringt mir aber jetzt auch nicht viel. Weil wir müssen in den anderen Raum. Ich glaube, Dr. Petrovic war genau in der Mitte, ne? Da, wo wir im Augenblick natürlich nicht hinkommen. So. Ruhe. Genau. So, hier kann man auch die Leute wegballern. Irgendwann. Dann ist auch Ruhe. Mindestabstand halten sie aber nicht, oder? Hallo, es war die Zeit davor. Ja, es war 1995, Entschuldigung. War ja noch Windows ganz groß im Kommen. So. Was haben wir hier denn Schönes? So, haben wir da. Ah, noch einen, den wir retten können. Endlich frei! Aha! Ruft Jennifer vom Widerstand auf der Frequenz 12048. Wer? Jennifer bietet Hilfe an innerhalb der Festung, aber ist sehr stolz. Ja, ja. Genau, erreiche die höchsten Level, sonst wird sie dir nicht antworten. Ja, das haben wir. So war das. Und deswegen hatte ich, glaube ich, in einem LP doch mal den Spaß, dass da nichts passiert ist. Nee, ich möchte nicht. Die Welt hängt von der Existenz dran. Ja und? Ist das meine? Stimmt, hier war das. Stimmt, wir sind da. Hier gibt's den Raketenwerfer. Also ich muss sagen, das kann ein Sturmtruppler nicht besser, ne? Boah, war das nicht wieder... Kann ich noch irgendwie... Ich hab Subsystem. Du hattest die Waffe mal ausgerüstet in deinem Modus. Du hattest die Waffe sofort ausgerüstet, wenn du die gepickt hast. Und du hattest dann irgendwie dann so ein paar Schüsse Raketenwerfer, dann waren sie schon alle weg. Fuck. Irgendwas war mal. Okay, das geht also nicht. Oder doch? Jetzt hat Alarm wieder aufgehört. Ja, die schießen gegen die Wand, das ist pfiffig. Ja. So, jetzt rufen wir sie mal. 12048. Gut, echt. Das ist Solid Snake. Deine Antwort, bitte. Hallo? Keine Lust? Nee. I love it. Ja, da
Das ist das Ding doch da, oder nicht? Funkloch, stimmt. Ja, 1995. Warte, ich rufe mal eben kurz Peter Altmaier an. Wir haben ein Funkloch gefunden. Sowas, was es ja nirgendwo gibt. Meinst du, er ist vor der Tür? Wir kriegen es dazu, dass der Alarm wieder aufhört. Ja, kriegen wir. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ist auch gar nicht so schwierig. Geht. Fickt euch, also. Ist unglaublich. So, dann machen wir das jetzt nochmal, weil das so erfolgreich war. Achso, ich habe schon maximal Rang. Okay, das ist alles okay. So. So. So, dann komme ich da wieder nicht rein. Der Moment war das dann doch woanders. Warte mal. Boah. Man hat ein wenig übertrieben hier. Findest du? Ja, vor allem das Lustige ist, du weißt ja, das wird ja nachher noch ein bisschen härter. Also, mein Gott, ey. Oh. Ja, ich mag so Sachen. Du betrittst einen Raum, zack. Geht sofort die Scheiße los. Ja, ihr mich auch. Ihr mich auch. Also, falls irgendeiner fragen wollte, ey, ich würde es wie Rambo spielen. Du hättest jetzt eine Chance. So. Okay. Das Gegengift hätten wir schon mal im Angebot. Das ist gut. So. Boah, Alter. Mein Gott, ey. Das ist unglaublich, ey. Da mal rein. Natürlich nicht. Ich würde da gern rein. Danke. So, ich glaube, das war hier, wo man die Alte rufen musste. Nein. Wahrscheinlich habt ihr tatsächlich recht, dass das vor der Tür sein muss. Ja, dann muss man natürlich gucken, dass man jetzt nicht noch einen Alarm auslöst. So. Ich will nichts sagen, aber die Aufgabe nervt. Dies ist die Tür nicht. Kaum. Die Tür geht nämlich nicht auf. Falsche Tür? Aber das ist doch die, die nicht aufgeht. Falsche Tür. Ich habe gar nicht mehr im Kopf, ey. Also, meinst du dann die Tür hier rechts, oder was? Was anderes haben wir nämlich sonst nicht mehr im Angebot.
haben wir denn da noch Schönes? Ach, das ist der Lift. Alles klar. Okay, geht zum Lift. Okay, alles klar. Das heißt, hier müssen wir raus. Genau, hier gibt es nur Ammo, das lassen wir mal sein. Ich mach den mal tot. Sonst suchen wir tatsächlich gleich eben die Etage nochmal ab. Nein, da passiert nichts. Vielleicht genau davor stehen. Nein. Das ist nämlich das, was ich meine. Und das ist nämlich das, was ich auch vom Original kenne. Da, da ist er nämlich. Und ich bin der Meinung, da müsste definitiv der Raketenwerfer liegen. Aber ist ja egal. Ne? Latschen wir noch mal ein bisschen rum. Ist ja auch nicht so scheiße hier, ne? Geht's gar nicht weiter? Ich muss Petrovic finden. Ich glaube, sobald ich nicht 100 bis dahin sofort ein Ending. Das ist so genau der gleiche Weg, ne? Ja. Das ist Quatsch. So. Wir gehen jetzt alle Möglichkeiten mal durch. Okay, das ist jetzt der echte. Alles klar. Ich bin Dr. Petrovic. Meine Tochter Ellen wurde gekidnappt. Ich werde nicht über Metal Gear sprechen, bevor du sie gerettet hast. Ellen wird festgehalten im Keller von Gebäude 1. Rette sie. Ich hasse euch. So, das heißt, du findest sie und dann kommt der Punkt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal auf Hochdeutsch zurück. Mhm. Wow. Mhm. Exakt. Also, falls einer das noch nicht mitkriegt hat, Metal Gear sollte bekannt sein für Backtracking, falls... Meistens nicht so bekannt dafür. So. Das andere ist ja egal, weil ich muss dann ja sowieso überall hin, ne? Ich komme ja eh wieder. Heute ist ja nicht alle Tage und so. So, hier gibt es nur Mun, ne? Das war Mun. So, das können wir aber auch mal machen. Weil so wie ich spiele, brauche ich bald ein bisschen was. Aber es ist geil, ne? Wenn du dir vorstellst, ey... Also, man kann sich das Ding ja dann irgendwann zusammenreimen. Wenn man das ja schon mal gelöst hat, ne? Aber ab einem gewissen Punkt fällt dir das immer noch auf, wie kryptisch das damals war.
Vor allem, es gibt 8 Karten für die Leute, die, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon erwähnt. Also wenn wir jetzt bei Karte 6 sind, können wir ungefähr ausgehen, 2/3 haben wir jetzt eigentlich. Aber wir können ja noch ein bisschen backtracken, ne? Ja, kommt immer gut. Nein, du bist ja ein Fan vom zweiten Teil, sag ich mal. Ja. Der ist ein wenig spielbarer, ne? Der ist auch genial gespielt. Er ist doch auch hier, also die Schneider-Backstory hier, ich finde die großartig. Wenn du meinst. Ja, aber du musst mir mal erklären, wieso skippe ich den denn immer? Keine Ahnung, wie du das schaffst. Ja, weil du siehst es ja, ich brauch den nicht. Braucht man auch nicht. So, was war da drin? Wir gucken einfach. Ach, noch eine Geisel. Ja, stimmt, der sagte uns doch erst... Der sagt uns, wir brauchen einen Kompass. So, da ist auf jeden Fall der Lift. Da ist auch die Fallgrube. Hm. Stimmt, das kann man gar nicht so machen, ne? Das musst du in Etappen machen. Oh, ist das ein ist das eine Kackstelle? Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen alles falsch. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. So. Also, fangen wir damit an. Das bringt gar nichts, ne? Das ist die Tür, die nichts bringt. So. Das ist die Tür, die, glaube ich, Richtung... Ammo ist. Sonst ist da, glaube ich, auch nichts. Bah! So, genau. So, ich rette dich mal eben. Ja. Oder in echter Nintendo-Tradition. Nintendo mag es ja, Figuren zu synchronisieren. Ja. So. So. So, das haben wir. Vor einer fragt, macht das Spaß? Der U-Boot-Simulator, den kriegst du noch. Mach dir keine Sorgen, Zwieback. Oder Süski. Süski war das jetzt genau. Keine Panik. Nein, also eigentlich, ich glaube, du kannst das bestätigen. Du hast die Mobile-Varianten ja durchgezockt. Die Mobile-Varianten sind deutlich fairer. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ihr guckt nur, weil ihr mich leiden sehen wollt. Das gebe ich euch. So. Habe ich super gesagt, ne? Ja. Ja, danke. Eigentlich ist das gar nicht meine Art, dass ich die hier alle wegballer. Nein, du bist ja auch Pazifist. Ne, aber weißt du, du kennst das. Eigentlich mache ich doch wirklich Stealth. Hier mache ich gerade, ich baller gerade alles weg, was hier bis 10 auf dem Baum ist. Ja, das ist
Das war vielleicht als Stealth-Game gedacht, aber am Ende wurde es nicht raus. Auch. Genau, jetzt weiß ich auch, dass ich Jennifer anrufen soll. Vielleicht ist das ein Punkt. Wir haben Petrovic. Aber wahrscheinlich muss ich bei den Arnolds noch nicht vorbei. Deswegen geht sie auch noch nicht ans Telefon. Können Sie ja mal eben ausprobieren. Nee. Also wahrscheinlich erst Töchterchen kriegen. Dann nochmal zu Doc Ock zurück sozusagen. Was wollte er denn nochmal für eine Karte haben? Die zweite, okay. Natürlich. Schießt man daneben. So. Schnauze, ihr geht mir alle auf den Sender. So. Pause. Also, was ist... Was, du kennst das doch auswendig. Was sind denn diese Deck-Code-Names, wenn du alle weggerotzt hast bei den anderen Solid-Games? Wie heißt man dann? Kann ich meinen Decknamen wechseln? Chicken Fox oder irgendwie sowas. Nee, obwohl, das ist ja, wenn du einen Alarm ausgelöst hast jedes Mal, ne? Ja, ja. Okay, also das Ding ist hier völlig nutzlos. Noch. Genau, ich brauche noch einen Kompass. Boah. So, und da müssen wir jetzt rein. So rum, ne? Ja, genau. So, das ist jetzt der nach oben unten. Das ist der nach unten fährt. Alles klar. Euch geht's auch allen Dank hier, oder was? Die schießen immer auf mich. Die mögen mich nicht. Geh nicht mehr rum. So. Stimmt, und hier komme ich raus. Da komme ich wieder zum normalen Gebäude. Hä? Oder? Taschenlampe habe ich.
weiß gar nicht, wofür die Taschenlampe da war. Wissen, dass die gab, wirklich. Aber die Konflikte auszudiskutieren, ja, das klappt immer gut. Du weißt doch, also mit Sprechen habe ich es doch nicht so, das weißt du doch. Ich bin ein Mann der Tat, hör mal. Schau dich um, hör mal. Snack ist auch so ein Typ, ich mag keinen Krieg, zieh aber jedes Mal da rein. Ne? Die Antenne? Stimmt, sonst kriegst du ja gar keinen Empfang. Ja. Das ist Big Boss. Wir hatten einen Störsender. Aber die Antenne hat es behoben. So, jetzt kann ich erst die Leute anrufen. Ja. Moin. Ja. Super. Ist doch, doch einfacher, als man denkt, oder? So, da geht der Lift zurück. Ah, ja, ihr mich auch. Ja, du kannst ja auch nicht an alles denken. Also... So, haben wir dafür jetzt schon... Ja, können wir. Was kriegen wir Schönes? Plastiksprengstoff. Nö, ist klar. Ich gehe auch nie ohne Plastiksprengstoff aus dem Haus. Au. Du kennst das. Nachbarn haben da meistens immer Rückfragen, aber dann sagst du, hey, wie soll ich denn sonst einen Rasen sprengen? Versteht ihr? Ja. Vor allem hier heißt es auch ganz lustig, ihr seht... Nicht C4, sondern das heißt hier tatsächlich auch, läuft hier als Pipebomb. So. Ist doch jetzt auf der anderen Seite, ist doch jetzt auch noch eine Tür, ne? Mhm. Genau. So, mal gucken, kann ich die auch schon öffnen? Vermutlich nicht. Wahrscheinlich, aber... Ich bin ja gerade mal da. Ach, die gehen in der Version auch ins Wasser? Aha. Okay, das haben sie geändert. Ich glaube, das waren sonst immer Nichtschwimmer. Okay. Geht. Noch eine Geisel. Bin frei! Der Wasserkanal führt zu Gebäude 3. Richtig, weiß ich. Aber bin ich noch lange nicht. So, kann ich das jetzt endlich hier verlassen? Wie komme ich denn zurück? Da komme ich wieder da rein. Da will ich aber gar nicht hin. Ich muss doch da durch, oder nicht? Ja, die Antenne, die habe ich. Gott sei Dank. Ja, aber wie komme ich denn jetzt zurück? Hä? Schwimmen? Ach, da geht's noch. Ach, da gibt's noch einen Weg. Ah, okay. Okay. Natürlich. Stimmt! Hier war die Raupe. So, jetzt sind wir richtig. Wir sind raus! So, schnell die Uniform. Das haben sie übrigens hier auch besser gemacht. Hier hast du dann wirklich tatsächlich, läufst dann auch genauso rum wie die.
sehe ich gleich bestimmt. Ja. Oh, wie geil. So. Ab nach Gebäude 1. Der sagte nur Keller, ne? Mhm. Gut. Das sollten wir hinkriegen. Kann ich hier irgendwo auch noch eine Ration? Ja, da, Gott sei Dank. Dann kann ich hier erstmal aufrüsten. So, wir haben auf jeden Fall noch nicht den... das Serum, was wir gerade beim letzten Mal gefunden haben. Das haben wir in dieser Session nicht mitgenommen. Das holen wir uns gleich nochmal. Aber ist das jetzt einfach nur die alte Finn und wieder zurück, ja? Meine ja. Ich dann jetzt gleich mal eben. Brauchst du nicht, sonst wäre ich schockiert, was ich damals alles richtig gemacht habe. Vor 60 Milliarden Jahren. Vorhin das Real Let's Play, witzigerweise, ist gar nicht so lange her, aber trotzdem. Da, die Version kommt mir schon wieder so original hart vor wie damals. Ja, ja, also wie gesagt, was der Silver sagt, ich habe auch gewundert, dass die. Weil die gehen sonst nicht ins Wasser. Da kann man die Leute nämlich eigentlich sonst vollkommen veräppeln. Aber in der Version sind die hart gesotten. Navy Seals oder so, keine Ahnung. Hat der, Achtung, Phantom Big Boss noch mal ein bisschen Kohle draufgelegt. So. Da war ja was. Mhm. So, hier sind wir. Dann ist da noch da hinten auch der Lift. Genau. Theoretisch müssten wir jetzt nur in den Keller, ne? Theoretisch. So, das heißt, es müsste hier... irgendwo noch was geben, was man nicht geöffnet hat. Oder was man nicht öffnen konnte. Aber die Mucke gefällt mir gut. Oh, Isabella fragt, warum Phantom? Willst du die Geschichte kurz zusammenfassen? Oh Gott. Die einfache Geschichte. Ja, lass mich eben kurz trinken. Okay, wir sind richtig. Ja, man kann's trinken. Ich kann euch schon mal sagen, wir sind richtig. Das ist gut. Das ist schon mal eine wichtige cool. Nachricht. Okay, Hilfe, Hilfe, dann ist okay. Will ich aber trotzdem noch wissen, was da noch ist. Fangen wir mal eben kurz an. Vor Metal Gear Solid 5 hieß es ja, dass das der originale Big Boss war in Outer Heaven, also da, was der Lars gerade spielt. Outer Heaven ist in Luft geflogen und am Ende sagt Big Boss, wir sehen uns wieder. Und in Teil 2 ist er ja dann, naja, vermeintlich gestorben. Und Kojima hat sich in Metal Gear Solid 5 gedacht, um das irgendwie kanonmäßig zu erklären, dass derjenige Big Boss nicht der echte Big Boss war, sondern der Big Boss, den du in Metal Gear Solid 5 spielst, weil das ist ja auch nicht der echte Big Boss. Du spielst eigentlich nur eine Kopie. Das ist alles mal eben kurzum erklärt. Das ist, also, die Figur sieht zwar aus wie Big Boss, nämlich Naked Snake, Metal Gear Solid 5, ist es aber nicht. Der Plot kommt am Ende. Ja. Und das ist hier der Gag, also hier wusste man das natürlich logischerweise noch nicht. Und genau. Damit sie eben den Gag gemacht haben, warum der Typ hier so ist, wie er ist, und der Big Boss aus Metal Gear 2 um so viel besser ist als diese Birne hier, haben wir gesagt, okay, das ist auch nicht der echte. Also sozusagen, die haben einen Big Boss genommen, um diese Mission zu machen, und haben einfach, im wahrsten Wortes, den Trottel da hier aus Metal Gear 5 genommen, um einfach mal die Sache ein bisschen zu testen.
Test hat nicht geklappt und deswegen hat man dann mit Sansibar in Teil 2 das besser gemacht. Richtig. Was aber alles kaputt macht. Also Kojima hat seine Metal Gear Reihe kaputt geschrieben, sage ich mal ganz ja. Blöd, mit Metal Gear Solid 5. Weil Outer Heaven wirst du eigentlich in mehreren Teilen hören. Ne? Als ich Metal Gear Solid 2 gezockt habe, kam ja auch Outer Heaven vor. Hm? Ja? Und Outer Heaven war ja die Festung, das Paradies für Söldner. Genau. Und mit Metal Gear Solid 5 ist es dann so geschrieben, ja, ist kaputt, egal, Sansibarland ist das bessere Outer Heaven. Das ja. Ist hier, ja, gut, jetzt ist das ganze, ganze Mythos eigentlich Marsch. Eigentlich hat er alles, wie gesagt, kaputt geschrieben. Allein schon damals fing es ja doch an. Metal Gear 2 Solid Snake, hörst du in einem Codec-Sprichwort, der hat ein Ohr verloren, ein Auge und ich glaube seinen Arm. Mhm. Hat er erwähnt. Genau. Bei Metal Gear Solid war es dann wieder damit vorbei. Da denkst du dir, hä? Weißt du nicht mehr, wie du selbst deine Storys geschrieben hast, Alter? Ah, so sieht sie aus, blaue Haare. Und ja, ja, also das ist eine Anspielung, dass ich, bevor ich synchronisiere die mal eben kurz und dann erzähle ich ein bisschen was, weil das ist Hideo Kojima Insider. Ah. Danke, ich bin Ellen, Dr. Petrovic Tochter. Vater wurde gezwungen, Metal Gear zu bauen. Ich weiß, du lachst jetzt. Bitte hilf ihm bald. So, das ist sozusagen unsere Mission. Dann haben wir es jetzt gerade erledigt. Warum die gute blaue Haare hat? Wenn ihr euch an die eine Tochter bei Snatcher erinnert, die hatte auch blaue Haare. Das ist der Insider-Witz. Das ist also Hideo Kojima. Weil Snatcher und Metal Gear, auch wenn 500.000 Leute sagen, ist nicht so, für Hideo Kojima ist das ein oder dasselbe Universum. Und Death Stranding. Ich glaube, in Death Stranding spielt alles, also. Boah, das hat er auch kaputt geschrieben. Also ich habe das Spiel ja nie gespielt, aber ich habe mir eine Zusammenfassung angeguckt, Alter. Man muss dazu sagen, es sieht einfach nur richtig, richtig genial aus. Und das ist das. Aber es ist halt ein typisches Hideo Kojima Game. Also, das ist nun mal so. Also, wir haben ja, die meisten Leute wissen das, wir haben ja Snatcher ja tatsächlich auch durchgespielt. Und wir werden dann auch noch bald an Police Nauts geben. Und werden auch andere Hideo Kojima Sachen geben, wie zum Beispiel diese Sachen vom GBA, da brauche ich die dann eh. Weil dann wird's ganz toll. Und wie gesagt, Zone of the Enders werdet ihr dann auch sehen, was so Hideo Kojimas Definition ist von Gundam sozusagen. Zone of the Enders auf dem GBA finde ich scheiße. Definitiv. Definitiv. Der Onkel John ist da. Ach, der macht dir keine Sorgen. Du kannst alles nachtragen. Ist alles überhaupt kein Ding. Ach, dafür brauchst du das Licht. Wir haben Licht! Geil, ne? Ich weiß, wo wir hier sind. Du weißt das auch, ne? Du bist erstmal tot bei mir. Und Snake fand den Schalter nicht. Der Silver weiß das. Achtung, Spoiler! Das ist der Weg zum Endkampf. Den brauchen wir aber nicht gehen, weil dazu fehlt uns Karte 8. Hast du genug C4 dabei? Hier war nichts mehr, ne? Oh, die Hunde bellen jetzt sogar auch in der Version. Cool. Ich glaube, das war's, ne? Mehr ist hier, glaube ich, nicht. Ich habe beim Re-Let's Play habe ich übrigens damals die Uniform vergessen. Das haben wir damals übrigens, das haben wir jetzt in der Version jetzt geschafft. Aber es ist aber schön, dass ich tatsächlich immer wieder neue Fehler mache bei dem Game. Weißt du, was mein Lieblingsgag ist? Wenn du zum Beispiel dich erkältest in Metal Gear und du das ganze Spiel damit beendest. Ja. Das habe ich bei Metal Gear 2 Solid Snake gehasst. Bei den anderen Teilen ist ja egal, da niest er zwischendurch. Ne? Mhm. Aber da kommt immer wieder die Textbox, Hachi. Dann bist du immer aus dem Spiel gerissen. Ach stimmt, wir hatten das nicht abgeräumt. Das ist der... Die Schutzweste.
Deswegen kriegen wir auch so viel Schaden. I hate my life. Ist ein einfacher Titel. Achtung, selbsterklärend. So, wetten, jetzt finde ich den Weg nicht zurück, wo ich hin muss. Muss er da nicht die Wände aufhauen? Oder? Das ist alles schon. Das ist alles schon. So. Wo muss ich denn hin? Da muss ich raus, ne? Die vorletzte, glaube ich. Kann es sein, dass er eingefügt hat, dieses Checkpoint da unten? Checkpoint ist typisch für die Version. Weil sonst wird das ja nicht eingeblendet. Und du siehst auch, dass der Lift wesentlich schneller geworden ist. Also das haben sie gut gemacht. Dafür haben sie die Stelle, die mit dem Panzer, die musst du dir mal angucken. Also du lachst und sagst, ich spiel's nicht. Die war echt scheiße. Also die war echt... Also das war wirklich sowas, wo ich dachte, ey, da war... Wollen die mich verkackeiern? So, in die Wüste müssen wir da, ne? Ja. So, ihr wolltet immer schon den Venom in die Wüste schicken. Ha, ha, ha. Ja. -2, Herr Hyratogim Lord. Auch wenn er jetzt nie aufpasst. Oder warte mal, ich schreib mal das selber. Komm. Komm. So. So. For the players. Brauche ich noch irgendwie? Nee, Health habe ich. So. Jetzt sind wir wieder da. Das heißt, jetzt müssen wir wieder zu Petrovic, dem sagen, Tochter gerettet. Dann sagt der uns, wie man das kaputt machen kann. Natürlich nicht komplett. Und dann geht's weiter, ne? Weil der so dieser vergessen hat. Weil, ist klar. Weil der Dr. Petrovic, und das spoilern wir mal, der Dr. Petrovic ist nicht so nett, wie ihr denkt. Der übrigens lustigerweise in dieser Version, in dieser Übersetzung, nicht Dr. Madna ist. So. Einfach durchrennen. Richtig. So. Das war der Lift, der nach unten ging. Das war der Lift, der nach oben geht. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir da hin? Moment, ich guck mal. Das ist egal, ich will nur wissen, wo es da ist. Genau, das ist unwichtig, da komme ich nicht weiter. Also, ich bin vollkommen richtig. So. Man kann hier Gott sei Dank auch speichern. Nur mal so, also man muss das jetzt nicht durchspielen. Hier sind wir richtig. Ich werde von allen Seiten erschossen, wir sind richtig. Also, was ich auch am liebsten mochte in Metal Gear Solid 5, dass du immer wieder den Metal Gear Handler besuchen konntest, aber mit dem Scheißding nichts anfangen konntest. Das war immer das Beste. Hey Snake, guck mal, hier ist Metal Gear. Ja, schön. Mhm. Und hier ist schon 50 cm Staub. Egal, Hauptsache es kommt ja bald ein Survive 2, ne? So, ich glaube, wir sind jetzt richtig. Ja! Meine Frise! So, Tochter gerettet, sei glücklich! Ich bin Dr. Petrovic. Hatten wir schon. Metal Gear ist 100 Ebenen unter uns. Von diesem Gebäude 3, ach nee, von dem Gebäude 3, 20 Kilometer nord von diesem Gebäude. Da gibt es nur eine Methode, Metal Gear zu zerstören. Benutze Plastiksprengstoff, aber ich habe doch noch Pipe Bombs. Benutze Plastiksprengstoff an den Füßen. Die Sequenz ist rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts. Richtig? Nicht der Konami-Code. Ah, ich habe vergessen, den Rest. Es ist nur noch einer. Egal, du musst 16 setzen. Die Arnolds haben die Karte, um Gebäude 2 zu verlassen. Die können zerstört werden mit einem Raketenwerfer. Viel Glück.
So, und jetzt erfahren wir vielleicht auch, dass wir einen Raketenwerfer brauchen. Massiver Spoiler. Wir sehen uns in 4 Jahren. Raketenwerfer war sein Name, war sein... Achso. Tanz den Petrovic. Das war wieder auch wieder Karte 1, wie immer, ne? Wie immer. Wie immer, was frage ich eigentlich? Es ist immer Karte 1. So, ich speichere jetzt mal eben ab. Dann haben wir das schon mal weg. Dann müssen wir zu dem schon mal nicht wieder. So. Warte mal, lass mich schon nochmal einen kanonischen Mal auf den Kopf. Dr. Petrovic sagt dir gerade, wie man Metal Gear zerstört. Ja. So, du musst Plastiksprengstoff nehmen, an den Beinen befestigen. Ja. So. 4 Jahre später sagt er dir im Prinzip auch, immer, Metal Gear TX55, so heißt er der erste, ist ja nur ein Prototyp. Weil Metal Gear D ist eigentlich das echte Metal Gear. So, das heißt doch im Prinzip, er hat doch beide Metal Gears gebaut. Und beide Mal hat er die Füße mal wieder verkackt. Ich meine, beim ersten Mal beim Prototyp, dass die Panzerung schlägt, dann Füße mal. Okay, aber warum auch beim zweiten? Weil es so ist. Kohle aus? Jetzt hat der High-Retro Nord das erst gemerkt. Sag mal, wo warst du die ganze Zeit? Der High-Retro Nord ist in letzter Zeit relativ abwesend. Die VIP-Lounge? Ja, gibt's eine. Kannst du dem High-Retro Nord jetzt mal eine minus 2 geben? Also bitte. Ist kein Einsatz. Ah. Ja, minus 2 hier. So. Hab ich. Siehste. So, haben wir. Haben wir auch das Serum. So, jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch irgendwie eine Möglichkeit, wie wir einen scheiß Raketenwerfer kommen. Wie ist denn hier? Genau, der macht eine Tierlist, was ihn alles an diesem Video heute nervt. So. So, wir gucken mal. Wir fangen mal einfach hier oben an. Das müsste ja alles in F. Dabei hast du nur noch Buchstaben bis Z. Das ist doch der alte Enterprise-Witz. Wir haben doch noch genug Buchstaben. Ich fand den damals übrigens nicht lustig, übrigens. So, doof, wenn ich das mal sagen darf. So, warte mal, wir holen mal eben kurz. Soll ich dir helfen? Ich bin gerade am Durchlesen. Warte, lass mich einmal kurz das hier mit dem Serum machen, dann brauchen wir das nicht nochmal machen. Du kannst ja schon mal verraten, welche Tür ist es denn? Ja gut, ja, ich müsste es dir immer noch mal... Warte mal. Nee, mach in Ruhe. Das ist, ganz gut. Hier steht, du musst jetzt in diesem U-förmigen Raum rechts neben den Arnold-Raum. In der linken Tür findest du eine Geisel, die dir Jennifer's Frequenz verrät. Also jetzt kannst du ihn nur erreichen, wenn du es geraten hast. Also alles sterben. Genau, voll. Das haben wir ja alles, Gott sei Dank. Kannst du sie vom U-förmigen Raum aus anrufen und sagen, dass sie einen Raketenwerfer für dich besorgt. Jetzt gehst du in den rechte Tür im U-förmigen Raum und erst jetzt findest du dort einen Raketenwerfer. Solange du nicht mit Jennifer gesprochen hast, ist der Raum leer. Okay, also das heißt, ich muss hier rechts raus, ne? Ich weiß ja nicht, ich warte mal eben kurz, bis du das live siehst. Ja, Moment, also du bist bei den Arnolds bei mir. Warte mal, wo läufst du jetzt hin? So, du bist jetzt bei mir stehen geblieben. So, jetzt gucke ich mir nochmal den Punkt, wo er steht. Aber wenn du sagst, rechts bei den Arnolds raus, das kann nur die Tür sein. Kannst du sie vom U-förmigen Raum aus anrufen. So. Ist das der U-förmige Raum? Wahrscheinlich.
Also mal gucken. Ja, das ist der. Genau. Da musst du sie wahrscheinlich anrufen, wenn ich das jetzt noch gelesen habe. Sie antwortet! Wir sehen die Alte endlich mal. Boah, ist das eine Ziege. Ich meine... Das ist Jennifer. Ich bereite einen Raketenwerfer für dich vor. Ich freue mich ja so, ich freue mich ja so. Stößchen. So, dann müsstest du... Ja, ich hole mir jetzt den Raketenwerfer, baller die Arnolds weg und dann brauchen wir den, müssen wir irgendwo wissen, wo der Kompass ist. So. Wo war das jetzt überhaupt? In der linken Tür bist du da, da, da. Da ist er. Achso, okay. Achso, stimmt. Wir brauchen ja jetzt noch Munition, das war ja der Witz. Stimmt, das Ding ist ja nicht geladen. Aber hat er sich verdient? Wer hat das denn gemacht, dass der Influencer-Wiki ist? Jetzt hat der Hieratogamlord was zu erzählen. Der Hieratogamlord, das muss man dazu sagen, hat als Hobby, ich gehe davon aus, der hat mich selber nach Influencer-Wiki reingesetzt. Er will das nur gar nicht sagen, Hase. Aber ja, Freibier kommt. Der zitiert da immer gerne raus. Bestimmt war das der Drachen dort, der dich reingepackt hat, oder? Na, der ist zu fame. Achso. Der gibt's hier nicht mit solchen. Weißt du, der gibt's hier nicht mit solchen Handlangern wie uns ab. Also. Wir sollten nochmal ordentlichen Content machen. So. Haben wir. So, jetzt brauche ich Munition. Genau, Munition gab es da. Das ist das letzte Mal, dass die Arnolds mir auf den Nerven gehen. Da ist Munition. So. Genau. Dann laden wir gleich den Raketenwerfer. Hm. Sehr interessant. Ähnliche YouTube-Stars. Wow. Oh, das ist ein YouTube-Star. Okay. Schöne Seite hast du hier immer auf Influence Wiki. Ja, mal, den hat der Hieratogamlord eine gute Arbeit gemacht, ne? Ja, finde ich gut. Finde ich gut. So. Oder es war der Gronkh, der sich denkt, komm, jetzt langsam müsste ich doch dem Lars mal wieder was gut geben. Der hat mich doch so weit gebracht. Na, das war der Georg. Family, ja. Oder George hat gesagt. Ja, das meine ich doch. Meine auch den. Achso, ich dachte, der ist aus Dubai, ne? Ist er aktuell noch in Dubai, oder? Ich glaube ja, also... Wo sollte er auch sonst sein? Also. Da hat übrigens der Hieratogamlord mittlerweile bessere Kontakte. Das ist kein Witz. So. Wir haben Munition. So. Sollen wir mal die. Achtung, die Georgs weghauen? Vielleicht Hieratogam dort derjenige, der das Skript für Leon Marcel geschrieben hat. Ah, mehr hat man einen Profi. So. Auf geht's. So. Raketenwerfer.
hältst du den Arnolds nicht, ne? Nee. Nummer 1. Ja. Läuft aber ganz schön schnell, du. Karte 7. Schön. So, jetzt haben wir zwar keinen Kompass. Geht aber, braucht aber lange, ja. Jetzt, kannst du mal gucken, wie man jetzt an den Kompass kommt? Den müssen wir doch wahrscheinlich auch nochmal irgendwie von Jennifer kriegen, ne? Kann ich auch mal eben kurz machen, Sekündchen. So. Der Kompass zu Jennifers Herzen. Ja, da brauchst du keine Sorgen, Mann. Da ist keine lange Schlange, Zwieback. Also das ist... Da lassen wir dir alle den Weg vor, weil wir, das kann auch dein Herzblatt sein. Ja, wo ist denn das? Hab ich ja gerade das hier irgendwo noch gehabt. So, wo haben wir das hier? Wir haben ein Ding, glaube ich, was hier zu ist, glaube ich. Ich glaube, war das hier? Ja, das sollte man unbedingt machen. Mit dem Raketenwerfer auf Leute zielen. Das fällt selbst denen auf. Weil ich bin der Meinung, das müsste die Tür hier sein. So, wir gucken einfach mal. Yes! Hast du? Es ist Jennifer. Ich öffne jetzt die Tür. Du bist die Tollste. Du bist so toll. Du bist so toll. So. Wer soll denn Dreizpatz sein? Der Rambo-Typ. Oder machen wir es richtig, machen wir es mit Sprachfehler. Der Rambo-Typ mit Raketenwerfer. Der Oberkommandeur oder der Influencer. Du musst dich jetzt entscheiden. Wen schicken wir in den Herzblatt-Hubschrauber, der besser nicht über Belarus fliegt? Also, ich wollte dein Herzblatt innen. Boah, Alter! Ich bin schon wieder so tot. Das gibt's nicht! Hättest du die Idee umgebaut, wäre es vielleicht ein bisschen schneller. Hm. Du wolltest ein bisschen raus. Der geht mit dir auf Dorfstation. So. Scheiße. Ja. Und sonst so? Also machen wir das doch mal eben kurz. Mal eben. Alter Schwede, ey. Ja gut, jetzt sollte ich ja wissen, wie es funktioniert. Ja, wenn ihr zwei so ein Snake war ja ganz schön romantisch, ne? Zwischen Holly und Snake. Nicht die geile Love Story von Metal Gear Ghost Babel? Die auch so großartig ist?
Die war auch gut, ja, das stimmt. Also Hideo Kojima kann das. So, dann sind wir erstmal aufgerüstet. So. Wir wissen auch, wo es den Kompass gibt. Das haben wir auch. Und dann könnten wir eigentlich dieses super Areal verlassen. Eigentlich. Und Karte 8 war die Geiselnahme, ne? Mhm. Genau. Spoiler, es gibt eine Geiselnahme übrigens. Gegen den Söldner Dirty Duck. Genau, gegen die dreckige Ente. So, alles voll. Gut, ich kann noch einmal. Einmal geht. So, jetzt ist voll. Ja, das ist extrem. Love is in the air. So. Das Ganze noch einmal. Ich wundere mich, dass ich heute eigentlich so ruhig bleibe nach 40.000 Tonnen, aber vielleicht hilft das Diazepin noch. So. Haben wir. So, eine leuchtende Pilz ist mal ein, dann geht's jeder gut, ne? Hat ja mit Boss auch geholfen. So. So, einmal. So, komm, wir machen jetzt im Takt. So. Ihr gebt auf. Ihr wisst es nur noch nicht. So, weg. Aber das kommt mir wieder einfacher vor als im Original. So. Arnolds waren ja nie hart, ne? Irgendwas mit Bloody, glaube ich. Ja, am besten mit dem Raketenwerfer. Ja, Snake, du hast es drauf. So, die heißen jetzt Bloody Bread. Bloody Bread. Genau. Ein verdammtes Brot. Design von Dr. Drago Petrovic Madnar. Oder soll ich noch einen ganz schlechten Witz machen? Bloody Bread? Ist das ein Jennifer Aniston-Witz? Dafür habe ich mir eine Plus 2 verdient. So, Riesengag. So, komm. Bernd das Brot. Bernd das Brot muss tanzen. So. Minus 2, ist ja unglaublich. Ketzer. So, da ist der Kompass. So, jetzt müssen wir einfach nur noch sozusagen hier raus, ne? Ist ja total einfach eigentlich. Klappt. Klappt super. So, haben wir. So, ist doch jetzt eigentlich nur abhauen, ne? Ja. Hört sich so einfach an, ne? Jo. Nix, das ist okay. Er kommt mit seiner eigenen Familienplan der Wende. So, der pennt ein.
Moment. So, da machen wir einen Zwischenstep. Drin. So. Und wo müssen wir jetzt hin? Warte mal, geht der nach unten? Der geht nach unten. Der geht aber nicht nach oben, ne? Genau, also müssten wir hier raus, ne? Von der Logik. Also wäre jetzt mal eine Idee. Ach, stimmt. Deswegen ja auch Karte 7. Ja, klar. Weil jetzt sind wir hier. Alles klar. Alles klar. Na, erkenne ich es wieder? Ah. Da müsste jetzt wahrscheinlich Karte 7 auch passen, ne? Ne, hä? Hä? Was fehlt denn? Da oben. Ach, da oben muss ich hin. Ja, ihr könnt mich auch alle machen. So, da oben muss ich hin. Die habe ich geöffnet. Genau. Passt. Wir sind in der Wüste. Außer, ah ja, genau, die Wüste müssen wir besuchen. Genau, jetzt eben. Tür öffnen. Gegengift. Genau, ganz wichtig. Ja. So, kommt was mit uns. Boah. So. Mein Gott. So. Bist du eigentlich nicht schon immun gegen das Gift sein? Ist das die Falle? Geht das jetzt los? Alter, kann ich mich ja auch gar nicht mehr dran erinnern. Du wirst gleich sehen. Ist eine tolle Stelle. Achso, einfach durchrennen. Achso. Das kann ich. Stimmt, ab jetzt ist ja die Scheiße. Ja. Stimmt. Das ist Big Boss. Geh in die linke Tür. Ja, genau. Jetzt geht's los. Machen wir den noch. Das ist Big Boss. Geh in den Truck. Ganz rechts. Nein, mach ich nicht. So, ihr wollt wissen, was in der linken Tür passiert, ne? Mhm. Ihr geilen Typen, ihr. So. Und? Hui! Phantomboss dreht durch! War er denn? Da war er. Ah! Ich hasse die Stelle, die jetzt kommt. Die Kacke, ja, jetzt sehe ich das. Ich hab's! First try! Also unmögliche Sachen kann ich. So, jetzt wollt ihr wissen, was kommt da unten, ne? Wollt ihr es noch sehen? Ach komm.
Ihr wollt wissen, was da unten ist. Ich kenne euch doch. Komm, ihr seid doch geil drauf. Oder soll ich wieder hochfahren? Ja, reicht für heute. Feierabend. Big Boss, bin durch. Tschüss, so. Stundenwoche erledigt. Erstmal speichern. So. Das ist Jennifer. Ein Sauerstofftank ist hinter der Wand. Danke. Als würde ich den brauchen. So, ich glaube, das waren nicht. Die Kameras waren nicht mehr ganz so lustig, ne? Du musst doch schwimmen, du schwimmst ja unter Wasser. Du brauchst einen Sauerstofftank. So. Komm ich da schon ran? Nee. Kann ich noch nicht. Warte auf, ne? Mal, wo ist er denn? Ja, Karte 8 haben wir ja noch nicht. Wir brauchen noch das Geisel-Szenario. Ja, Dirty Duck fehlt noch. So, Sauerstofftank ist da. So, da brauche ich, glaube ich, gar nicht weitergehen, ne, weil... Genau, das ist nicht gut. Weilbaum? So. Ja, weißt ja, ist ja... Spoiler! Ist ja Endkampf. So, jetzt habt ihr schon mal gesehen, wo es zum Endkampf geht. Und wenn ihr jetzt fragt, warum fahrt ihr wieder nach oben? Ja, so. Jetzt geht's ans Tauchen. So, kriege ich das auswendig richtig hin? Nein. First try. Geht. Passt. Ich greife die am besten mit Plastiksprengstoff an, ne? Immer gut. Aber benutzt über den Platform. So. Jetzt alle Rationen verbraucht. Völlig geil, ey. Wie viel hat der? Also, der hat so viel Impfstoff im Arm, ja? Also, die ganze Welt wird draufgehen. Hauptsache, er lebt, ey. So, da sind wir. Das heißt, wir müssen jetzt hier einfach tauchen, ne? Ja. Genau. Boah, ich habe nämlich auch einen Kopf. Checkpoint sogar. Boah. Genial. Ey, wir nähern uns ja echt dem Ende. Also heute wird es noch nicht das Ende, das kann ich schon mal spoilen, aber wir sind echt weit. Ah! Das gibt's ja auch noch hier. I like a love. Guck mal, was ich nicht hab. Also, hä? Du hast die Stinger nicht? Mhm. Nee, die Stinger, die Kita. So. Ich hab das jetzt nur Lenkraketen. Ja, genau, aber ich hab die nicht. Aber die brauchst du, glaube ich, nicht mal, ne? Du kannst die, glaube ich. Ja, ich könnte laufen, aber ich glaube, ich habe auch kein Helf mehr. Nee, komm. Du hast nichts. Nee, reicht nicht. Fuck! Hättest du noch ein bisschen gehabt, würde ich klappen.
Oh, das ist auch ein guter Checkpoint. Ja, läuft. Super Checkpoint. Das war... Wenn du rausgehst, dann dürfest du es überleben, vielleicht? Ich weiß nicht. Gucken. Ja? Gucken? Haha, sofort der Geiseltyp. Das heißt, selbst wenn ich den jetzt gewinnen würde, bin ich gleich tot. Da schieß mich! Ja. Kann ich. Mach ich. Hier liegt ja eine feige Ente. Ach so. So, also das funktioniert so nicht hier. Scheiße. Noch Dirty Duck, aber bestimmt in der neuesten Version ist er gar nicht Dirty Duck. Warte mal, haben wir ja noch irgendwas anderes? Ich glaube nicht, ne? Soll ich mal gucken, ne, die. Hattest du die Lenkraketen überhaupt? Doch, du hast sie doch gehabt, ne? Ja, aber nicht viele. Das heißt also, dementsprechend haben wir hier sowieso einen Punkt, wo man erstmal wieder zurück muss. Weil Spaß gemacht hat. Naja gut, dann kann man sich jetzt auf jeden Fall ausrüsten. Weil ich sag's mal so. Komm. Wir tauchen natürlich ohne was. Wir machen das mit Zigaretten. Okay, das heißt, ich kann euch sagen, ich weiß, wie es weitergeht. In bester Hideo Kojima-Manier. Erstmal speichern wir. Also das Speichersystem ist natürlich wesentlich besser geworden in der Version hier. Ja, komm, lass mich zurück. Das heißt also, wir müssen für den nächsten Abend dann erstmal aufrüsten. Das werde ich dann aber mit euch machen. Das werden wir wahrscheinlich die Woche dann irgendwann tun. Und dann sind wir schon wieder am Ende. Also ich sag dir irgendwann Bescheid, weil weißt ja selber, jetzt sind wir schon hier bei der feigen Ente und nach der feigen Ente ist Endkampf. Und du kriegst auch einen Anruf aus dem Jenseits. Das ist übrigens, in diesem Ganzen, das ist jetzt also vielleicht die, würde ich sagen, wir sind jetzt in Stunde 4, glaube ich, beim Let's Play, glaube ich, nichts von Schneider erwähnt, außer dass BitBoss gesagt hat, es gibt ihn. Gar nichts. Null. Ja, ich weiß nicht, wie du das triggerst. Normalerweise müsstest du nicht jetzt schon... Ne, warte mal, was? Ich glaube, wenn wir es gleich sehen, weil normalerweise müsstest du den Satz doch bekommen, bevor Big Boss dich meldet, ne? Oder irgendwie so. Irgendwas... Ach, ich hab's vergessen. So, ich schalte mal eben weg. So, haben wir mal ein bisschen Ruhe vor der Musik. Nee, aber wie gesagt, du hast ja jetzt die Version zum ersten Mal gesehen. Also ja. Dafür, dass das einer mal eben kurz gezimmert hat als Fanprojekt. Mhm. Das hätte Hideo Kojima nicht besser hingekriegt. Der hätte bestimmt wieder... Der hat ja Venom... Was hat der Venom von 4 von 5 Sternen? Was ist los? Was macht ihr mit mir? Was macht ihr? 400.000 Webseiten über diesen? Also ich sehe schon. Ich sehe schon. In der Zeit, wo ich hier streame, nutzt ihr die Gelegenheit, in Anführungszeichen 24.000 Sachen an. Hast du auch einen OnlyFans Account? Wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch 20 Minuten warten, habe ich den auch. Also, soll ich mit euch schon wie die Profi-Influencer durchgehen, wie viel Prozent ihr kriegt für das Merch, wenn ihr das vertreibt, oder? Das ist Wahnsinn, ey. Oho. Profi am Werk hier.
Ich wette, noch nach einem Monat hast du dann dein Mr. Venom StudiVZ. Knuddels. Oder Habbo. Oder was es da alles für einen Scheiß gab. Wenn es das überhaupt noch gibt. Aber du wirst es haben. ICQ, ne? Weißt du, it's similar trend in gaming. It's channel period of stagnate and making of Germany. The degree of corporation value is superior. What? Vor allen Dingen ist aber auch in der Phase der Stagnation. Also, liebe Freunde da draußen, wenn schon der Hiratung Lord sich Arbeit macht, die ganzen Seiten raufzumachen, dann könnt ihr jetzt mal dafür sorgen, dass der YouTube-Kanal wieder rennt. 13% in Deutschland. Du hast 5 von 5 Sternen. Alter, was macht ihr da? Vielleicht kommt noch irgendwie gleich. Also, wenn ihr jetzt noch irgendwo einen Link findet, dass bei Amazon meine Biografie ist, dann haben wir's. Hui! Gesundheit übrigens. Uah. Kaum. Da hat doch bestimmt jetzt. Wie ist das? In Japan ist immer, wenn einer niest, hat irgendeiner an einen gedacht oder sowas war das, ne? Ja, ja. Ich sehe schon. Ah. Kurze Geschichte. Eine wahre Story. Truth sozusagen. Bin heute unterwegs gewesen und irgendein Blödsinn habe ich tatsächlich, irgendein Scheißinsekt habe ich tatsächlich in die Nase bekommen. Und ich dachte eigentlich, es wird sofort die Niesreaktion, ist nichts passiert. Wahrscheinlich heute Abend wächst dann das Alien raus oder so. Mal gucken. Ja, aber jetzt, genau, mehr Marktanteil als RTL. Genau. Definitiv. Aber nicht in der Nase. Also nasal geile Videotext. Was für Videotext? Venom. Deutsch. Play, Nintendo, Game Boy. Girl Games. Casual Games, Games. Ja, es ist alles gesammelt aus den 30-Tages-Challenge-Dinger. Das sind also, jetzt, Achtung. Ich sehe schon, wir müssen tatsächlich die Woche mal zu den Sachen, muss ich mal ein bisschen Stellung nehmen, glaube ich. Also das sind alles tatsächlich echte Tags, nur die stehen natürlich nicht bei einem Video, Spoiler, sondern zum Beispiel natürlich bei den Girl Games, die wir gemacht haben. Wir haben eine 30-Tage Girl Games Challenge gemacht. Da steht dann natürlich dann Girl Games, ne? Und bei 30-Tage Casual Games steht dann auch Casual Games drin. Und Girl Games heißt dann eben auch in Deutsch Mädchenspiele. Und ja, klar, Barbie passt da auch rein. Das hat jetzt irgendeiner da dementsprechend zusammengewischt. Die Rettung der Hundewelpen haben wir gemacht, Süski. Ich habe übrigens, Achtung, der Alpha, der Dennis, der ist ein Guten. Ich kriege jetzt, poppt gerade übrigens auf wieder, dass Reggie Rock, Reggie Ice und Reggie Steel nächste Woche da ist. Ich freue mich. Aber der Dennis ein Guten ist. Der Dennis entscheidet das jetzt für euch. Weil wenn er Hiratung Lord schon solche Tags rausholt, dann weiß ich, dann seid ihr bereit für ein super Announcement. World Exclusive. World Premiere. Genau, richtig. Da wollte ich hinzielen, auf das schlechte Niveau. Er ist auch auf der Seite? Was? So, pass auf, dann beschäftige du dich mal eben kurz mit deinem Link, dann kann ich mal eben kurz das Mikrofon mal ein bisschen zur Seite und mal Licht hier anmachen. Dennis ist ein super Guten. Wer sagt sowas? Das ist eine Lüge. So, Alpha Chief has a training gaming. It's channeled a period of sharp increase. Aha. Oh, jetzt muss ich erstmal reingucken. Ich bin gerade hier. 32%, hör mal, Hase. Was habe ich? 32%. Du bist dreimal so erfolgreich wie ich. Ah ja, da du bist schon, du bist sharp increasing. Also es geht bei dir raketenhaft nach oben. Wen hat man dafür bezahlt für diesen Text? Das war alles der Georg. Der Georg ist ein Guten. Ich sehe es gerade mal. Das sieht ja, mein Gott.
Aber sind bei dir auch die Tags, logischerweise aus verschiedenen Videos, ne? Klar. So, stimmt. Ja, sicher hier. Ja. Ja. Das sind so die meisten, die ich habe, richtig. Mhm. Eigentlich zu 90% aller meiner Halo-Videos haben die gleichen Tags gefühlt. Ja, danke, Georg. Mal gucken, was der Heretic Room noch so alles rausfindet. Ich weiß nicht, ich guck schon mal, ob ich meinen eigenen OnlyFans-Kanal habe. Der Herr Oettinger sagt so, ich soll jetzt neuerdings Halo machen? Ich kann das doch gar nicht. Hallo. Der hat doch ein Halo schon mal gemacht. Ein Halo hatte. Den Atari 2600. Haha. Was du übrigens noch nicht fertig gemacht hast, die Oma hier mal zu prangern. Ich such den Schlüssel heute noch. Demnächst mache ich Katzenvideos. Mein Kater ist ja hier gerade vor der Tür. Mach doch Koop mit Alpha Chief, der kann es dir beibringen. Du merkst, dass der Heretogum Lord, der hat was vor. Ja, weiß ich auch hat nicht. Hat was der vor. Macht, ne? Ich muss erstmal ein Video zu machen, dass ich erstmal, ne, auf Influenix oder wie Influenix bin, ja. Also, das heißt, ich habe jetzt alles in meinem Leben erreicht. Ja, vor allem, du merkst ja, das muss ja eh total relevant sein. Da haben wir noch nie von gehört. Ja, wir sind ja auch alt. Ja, der Hireto Game Lord aber auch. Also. Der Hireto Game Lord, der hat YouTube zweimal durchgespielt. Wahrscheinlich ruft der George sogar bei ihm an und fragt ihn. Mal, hast du Tipps? Ich sehe schon. Grow together! Cat TV bei Alpha, ja. Ja, hier, wenn wie heißt der Artikel 17 kommt, ich sowieso dann abgeschossen werde, ja, mache ich demnächst Katzenvideos. Wer weiß, vielleicht meldet sich dann irgendeiner und sagt, nee, der Kater gehört eigentlich uns. Also um mal wirklich einen ganz doofen Gag zu den scheiß Upload-Filtern was zu erzählen. Aber dann ist ja zum Beispiel genau das Gleiche, wenn du sowas machen würdest. Jetzt spinn mal rum, es wird sich einer beschweren, dass das Tierquälerei ist, dann machst du das auch nicht mehr. Dass ich meinen Kater nur aufnehme. Ja, natürlich, wieso? Klar, das ist ja, ne? Der hat ja bestimmt nicht zugestimmt. Siehst du? Genau die gleiche Diskussion wie mit Kindern. Ja, genau. Mit den Ohrringen. Du hast, das ist ja Quälerei. Du kannst doch nicht einem Kind mit einem Jahr schon Ohrringe geben. Vielleicht will das Kind nicht. Dann sollte ich mal vielleicht meinem Kind auch fragen, willst du wirklich ein Kleid anziehen? Kevin? Eben, ich wollte es sagen. Also. Ja? Vielleicht will der Kevin. Der Hireticum Lord ist nicht auf der Seite. Das ist schon klar, was das heißt. Ihr da draußen. Ihr schafft das doch. In einer Woche ist er auf der Seite. Ne? Das kriegen wir doch hin. Alter. Mhm. Ganz wichtig nur erwähnen: er macht nur PC 88 und PC 98. Freut er sich? Die Kommentare sind schon geil, die er bekommt. Ich dachte auch, manche Leute haben echt keine anderen Probleme. Ja, das stimmt. Nein, haben sie echt nicht. Also, das ist, glaube ich, leider das übliche Problem, was es leider gibt. Ja. Noch hier stehen voll an da. Hi. Geht schon am Stock.
Was in dem Tag fehlt? Quelle 2600, Pekong, Hai und Qualle. Ah, das fehlt noch in deinen Tags, wenn ich das richtig verstehe. Wie sagt das denn jetzt gerade? Schluss im Chat? Blau, ja. Von Siski habe ich das, glaube ich, gerade irgendwie gesehen. Ich gehe gerade ein bisschen in den Chat durch. Ich habe ja so ein, zwei Sachen hier verpasst. Ach, da ist das. Okay, alles klar. Ja, okay, ich sehe es gerade, ja. Nein, die werden sich, du siehst ja, was sie sich gegriffen haben. Die werden sich das gegriffen haben, was, wann haben wir die 30-Days-Challenge das letzte Mal gemacht? Vielleicht ist das irgendwie ein Stand vom letzten Jahr oder so? Keine Ahnung. Der Drachenlord ist auf der Seite. Ja, natürlich. Überrascht dich das? Wo ist er denn nicht? Eben. Vor allem, der ist ein Kandidat, der wird sich da selber reinsetzen. Um dann zu sagen, waren wieder die Hater. Hm. Wie hieß die Spaßseite? Da hat er sich doch selbst angemeldet, aber er sagt, die Hater waren's. Ja, ja, aber irgendeiner Gag-Seite, ja, ja. Lass schon? War das nicht Lass schon? Hieß das so? Ja, die hast du eh nicht, ja. Ich weiß aber, was du meinst, ja. Ja, das waren die Hater. Mhm, ist klar, Bruder. Ja, ja. Komm, I'm ready to come out, ist der. Ja, was ist jetzt daran falsch? Was? Wenn ich meinen Namen eingebe, kommt an erster Stelle der Mr. Winner mit. Hey, Rating ist der Beste. Ja, ja, und was ist jetzt daran falsch? So, komm, extra, weil er es immer so haben will. So. Ich wette, sogar Ethan Winters hat bestimmt seine eigene Seite. Vielleicht sollten wir uns orientieren, wie das Logan Paul macht und so, dann passt das. Hast du eigentlich Resi 8 schon durch? Ich habe noch nicht mal angefangen. Ich habe so gar nicht da. Oh. Oh, der Drachenlord hat vor 5 Tagen sein Abendessen auf YouTube gepostet. Ja. Komm, der Beste ist immer noch Game-O-Mart, ne? Hände. Ach ja. Drachenlord hat vor 5 Tagen sein Abendessen auf YouTube gepostet. Ah, ja. Hat er immer noch einen YouTube-Channel eigentlich? Ja, ist ja, was ja selber 10-mal gesperrt, 10-mal freigegeben. Jetzt hat er wie schon, er hat ja wie schon seinen Play-Button gekriegt. Der hat bitte was? Ja, hat er. Ist jetzt wirklich kein Witz, ja, ja. Boah. Das muss ich jetzt googeln, ey. Es geht jetzt. Warte, jetzt muss ich gucken. Jetzt bin ich aber. Play-Button. Ja, hallo. Aus Maldi oder was? Nein. Jo. Bei manchen Videos gesehen, die man, kann man jetzt klippen? Aha. Okay, Mikro-Einstellung hat er mal wieder on the top drauf. Die wollen ja auch nicht, dass es gut wird, das weißt du doch. Ja. Es ist doch Absicht. Das weiß er mittlerweile auch. Was? Hey. And Jude kenne ich, ja. Ja, ja, der hat ist natürlich auch hauptsächlich meistens, er macht auch meistens natürlich Nintendo-Kram. Aber der hat auch ein paar ganz putzige Reviews schon gemacht, ja, ja. Okay.
Ich sehe jetzt schon, jetzt bist du völlig schockiert. Ich würde sagen, ja, mit dem... also... das ist ein neues durch. So. Ich würde sagen, wenn wir so schockiert sind, dann ist das ein gutes Ende. Wie gesagt, morgen bin ich bei Onkel John. Das sage ich auch nochmal, wo, wann, wieso, weshalb. Und alles andere kriegt ihr noch erzählt, wie es weitergeht. Kommt gut in die Woche, macht keinen Blödsinn. Montag ist ein Scheißtag. Ja, du fährst nach München, hast dein Visum mit dabei. Gut, wenn das so weitergeht, könnte ich bald auswandern, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, macht keinen Blödsinn, genießt den Abend. Und keine Panik, ihr kriegt auch noch den Kaloin und ihr kriegt auch noch ein paar andere Sachen, wo ihr wieder euch köstlich amüsieren könnt. Könnt ihr euch freuen drauf. Ich habe noch richtig schön Schwachsinn. Aber, achso, vielleicht, genau, da sind wir da abgekommen. Dann kam Fink ja an, der Heretikum Leute Gott und die Welt wegzuposten. Das habt ihr jetzt davon. Du entscheidest jetzt und ich weiß, dass du Geschmack hast. Ah ja, ja, ja. Und wenn ich mit Geschmack meine, dann weiß ich, du wirst jetzt so entscheiden, wie ich das möchte, wie sich das gehört. Der Heretikum Lord hier mit Girl Games, Casual Games. Du kennst ja sicher die großartige Sophies Freunde-Reihe. Ich weiß, hast du schon dreimal durchgezockt? Ja. Ja, ist super. Und ich denke mal, da ihr Geschmack habt, wird es Zeit, dass wir diese Reihe auch mal machen. Das sind 30, glaube ich, 30 Top-Games. Und die muss man mal gemacht haben. Also 48-Stunden-Stream, oder? Ich denke, da muss es hingehen. Da muss es hingehen. Also, ja, kann ich euch sagen, ein Knaller. Spielt er immer nebenbei, wenn er Halo Online spielt. Was meinst du, warum mein Skill in Halo Online so scheiße ist? Ich konzentriere mich nur darauf. Das ist die Zukunft. Ja, finde ich gut. Also ich bin dafür, ja. So, also dann gut, das reicht mir als positive Meinung. Das heißt, ja. Könnt ihr euch dann die nächsten, ich sag mal, bald drauf freuen. Und dann freut ihr euch auf Balletttänzer, Lehrerin, Juwelendesigner. Was es da für anspruchsvolle Unterhaltung gibt. Und die sind alle genau top, die Titel. Welt. Ja, genau meine Welt. Genau meine Dinge. Ja. Gut. Gut, dass es ohne mich machst. Ja gut, du musst ja nochmal das Finale von Metal Gear durchhalten. Genau, du hast die Tags verstanden. So. Das war's für heute. Macht kein Blödsinn. Kommt gut hin. Macht den Alpha reich und berühmt. Und sagt dem Hyretto Game Lord, wenn er schon mir einen OnlyFans-Kanal einrichtet, also bitte, auch ich hab ein bisschen Stil, hier Sinn für Ethik, ja? Also nicht jeden Dreck posten, bitte. So. Nicht dein Leitsatz eigentlich, für Geld tue ich alles und noch viel weniger? Ja, aber das kannst du den Leuten noch so nicht sagen. Ach ja, vergessen. Die müssen ja erst das Abo kaufen. Stimmt, ja. So, mach keinen Blödsinn. Wir sind jetzt raus. Bis dann.